Hallo und herzlich willkommen auf Michaelas Welt, meinem YouTube-Kanal mit einem neuen Vlog. Ja, und genau, ich habe mal wieder was zu erzählen. Ich habe was erlebt, was ich berichtenswert empfinde. Und zwar möchte ich euch über die Veranstaltung berichten, wo ich gestern war. Zusammen mit meiner guten Freundin Farah waren wir gestern in Stuttgart. Wir haben die Veranstaltung Stuttgart ist und bleibt bunt gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie besucht und haben dabei auch ein paar Videoaufnahmen gemacht. Das Video verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Und zwar haben wir, wie gesagt, ein kleines Video darüber gedreht. Das dauert ungefähr so 10 Minuten. Und ja, es war interessant, weil wir haben ja schon lange zusammen keine Interviews mehr geführt. Und dann waren mit der Kamera auf der Straße unterwegs und haben Stimmen eingefangen. Und deswegen war es für mich auch ein bisschen aufregend, weil es kostet mich jedes Mal ein bisschen Überwindung, mit der Kamera dazustehen. Und auch Fahrer kostet es natürlich Überwindung, fremde Leute einfach anzusprechen und zu fragen, seid ihr bereit, uns ein Interview zu geben und uns ein paar Fragen zu beantworten? Und ich finde das immer sehr, sehr aufregend, weil da merke ich selber, es ist dann immer so für mich ein Gefühl, ich muss da im Prinzip meine Angst überwinden, die Angst, auf fremde Menschen zuzugehen. Ja, ich habe da echt ein Problem mit. Und das hat es leider da auch dann dazu geführt, dass wir halt leider auch keine Stimmen gestern von der anderen Veranstaltung. Es waren gestern zwei Veranstaltungen in Stuttgart. Einmal die besagte und dann war noch die andere. Und zwar war das sozusagen gegen den Aktionsplan für Akzeptanz und Toleranz. Also das war sozusagen die Veranstaltung der Rechten. Da sind wir auch mal kurz hingegangen, haben uns das angeschaut und ja, ich habe mir gerade vorhin auch mal deren Flyer mal angeguckt und ich sagen, außer dass halt irgendwie drauf stand, irgendwie Umerziehungsprogramm, bla bla bla, aber die Punkte, die draufstehen, sehe ich jetzt nicht als Umerziehung. Das ist einfach ein Aufklärungsprogramm, was hier gedacht ist, um, wie gesagt, aufzuklären, um Akzeptanz zu fördern und Toleranz zu fördern. Und ich denke, in der Gesellschaft, wo wir heute leben, ist Akzeptanz und Toleranz eine extrem wichtige Sache. Weil wir müssen ja alle irgendwie miteinander auskommen. Wir müssen alle versuchen, miteinander zu leben. Und um das machen zu können, muss man halt versuchen, auch die andere Seite zu verstehen. Und ich habe jetzt auch versucht, die andere Seite, also diese rechte Seite sozusagen, zu verstehen, warum die so solche Ängste haben und sowas. Aber das fällt mir durchaus schwer, weil das sind einfach so Positionen, die liegen vielleicht noch ein bisschen arg weit außerhalb meines Weltbildes. Andererseits kann ich sie doch irgendwo wieder verstehen, weil ich halt ja durchaus in meinem Umfeld auch Personen habe, die durchaus nicht ganz so, dass sie dumm werden sind oder gar nicht, aber dass sie einfach ein bisschen ein eingeschränktes Weltbild haben, beziehungsweise auch Vorurteile haben. Und diese Vorurteile habe ich heute wieder bei meinem Vater gemerkt. Also er ist extrem, wenn man so sagen, sehr konservativ, sehr rechts eingestellt. Wo ich ihm erzählt habe, dass ich dort war und dass dann halt auch irgendwo mal, dass es halt auch irgendwie, sag mal, von den Linken unterstützt wurde, beziehungsweise dass da irgendwo auch die Antifa langgelaufen ist, da war dann für ihn sofort alles aus und klar, so nach dem Motto, ja, die Roten sind an allem schuld, und da war dann auch die Diskussion schon irgendwo beendet. Man konnte also auch diese Recht, also da waren dann halt, ja, wir müssen stolz auf unser Deutschtum sein. Ich habe dann gefragt, ja, was ist denn das Deutschtum? Ja, irgendwie sowas, ja, wir dürfen doch gar nicht mehr sagen, dass wir Deutsche sind und sonst irgendwas. Dann habe ich gesagt, ja, also das sind irgendwie solche Argumente, die irgendwo ja nur Ängste ausdrücken, aber halt keine echten stichhaltigen Argumente sind. Das sind einfach nur Ängste, klar. Und ich kenne jetzt eben diese Ängste halt auch, weil gestern war ich halt auch dort auf dieser anderen Veranstaltung und die Fahrer hatte zuerst auch Angst, dorthin zu gehen. Und dann, als wir dort waren, wollte sie unbedingt noch jemanden interviewen. Und da habe ich dann gemerkt, da habe ich Angst plötzlich gehabt vor denen dort, gell? Und diese Ängste zu überwinden, ja, ich weiß, das ist schwierig, das merke ich selber jedes Mal. Es bedarf einer großen Anstrengung, es bedarf einer großen Kraft und auch einer Einsicht und auch einer Einfühlungsvermögen irgendwie. Und dieses Einfühlungsvermögen, denke ich, aufzubringen, ist tatsächlich auch schwierig, weil es bedeutet halt auch, ja, jedes Mal auch ein Gesichtspunktwechsel, also ein Standpunktwechsel, um die andere Seite zu verstehen. Man muss versuchen, die andere Seite, deren Gedankengänge nachzuvollziehen. Und das bedeutet halt auch die eigene Wirklichkeit, die eigene Welt sozusagen
erstmal in Frage zu stellen. Nicht zu sagen, was ich denke, ist richtig und was die anderen denken, ist schlecht, sondern nein, man muss auch mal versuchen, selber irgendwie zu sagen, ja, vielleicht hätte die andere Seite ja doch gar nicht mal so Unrecht. Was sind deren Argumente? Kann ich das irgendwie nachvollziehen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das für mich irgendwo, ja, gefühlsmäßig nachzuvollziehen und um die andere Seite zu verstehen? Und ja, wie gesagt, es hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit Gefühlen zu tun, mit Ängsten, Vorurteilen. Und genau, gegen Vorurteile, es war jetzt eigentlich auch diese Veranstaltung Stuttgart ist und bleibt bunt, ging es eigentlich darum, Vorurteile, oder eher gesagt, dazu aufzurufen, gegen Vorurteile vorzugehen. Weil, ja, Vorurteile führen, ja, klar, wir haben alle unsere Vorurteile. Ich habe genauso meine Vorurteile gegenüber irgendwelche Leute, wenn ich, das läuft ganz automatisch ab. Aber ich glaube, man sollte sich immer bewusst sein, dass es halt Vorurteile sein könnten, was da gerade im Kopfkino abläuft, sondern, und eben halt nicht die Realität entspricht. Denn was ist Realität? Ja, Realität ist das, was wir uns machen eigentlich, gell? Und das, was wir uns machen, können wir ändern. Wir sind Herr unserer eigenen Realität, unserer Welt, wie wir leben, denke ich, und ja, so wie wir das ändern können, können wir natürlich auch dann auch das Zusammenleben mit anderen gestalten. Wir können damit einfach auch sagen, ja, okay, das andere ist kein blödes Arschloch, sondern nein, das ist ein Mensch, der mir gegenübersteht, der hat eine andere Ansicht, die muss ich nicht teilen, aber ich kann akzeptieren, dass es eine andere Person ist, ein Mensch mit genauso die gleichen Würde hat, die ich für mich hoffentlich halte. Muss ich ihm genauso zubilligen und ich hoffe natürlich auch, dass die andere Seite mir das genauso zubilligt, mir gegenüber, und dadurch einfach entsprechende Möglichkeit der Verständigung da ist. Wenn aber von vornherein irgendwo gesagt wird, das ist ein blödes Arschloch, bah, den soll man an die Wand klatschen oder sonst irgendwas, oder irgendwie solche Sachen, die ich da schon manchmal gehört habe, die aber echt krass waren, denke ich mir, ach, das tut echt weh, weil das ist keine wertschätzende Kommunikation, das ist eine ganz, ganz starke Abwertung, die eigentlich dazu führt, dass es eigentlich nur Hass entsteht, dass Gewalt entsteht, und ich möchte ganz ehrlich gesagt nicht in einer Welt leben, in der ich eventuell, ja, angefeindet werde, in der man Angst haben muss, weil man ein bisschen anders ist wie die anderen, diskriminiert zu werden. Dass man diskriminieren wäre ja noch, vielleicht noch das Harmloseste, gell? Weil es gibt auch ganz viele Berichte jedes Mal, dass man hört, irgendwo Schwule werden wieder zusammengeschlagen, Lesben werden irgendwo angegriffen, werden auch in der, also im Gespräch irgendwo so nach dem Motto, ja, die brauchen wir ja bloß mal gut durchbumsen sozusagen, dann kommt die schon auf den richtigen Geschmack und bla bla bla. Nee, also das, solche Ansichten finde ich ganz krass und ganz übel eigentlich, weil das hat, man sieht dann die andere Person nicht als Mensch, sondern halt irgendwo als irgendwas anderes, aber halt eben nicht als Mensch, als Tier oder sowas. Und das ist eigentlich so der erste Schritt, denke ich immer, um, ja, dass da jemand entmenschlicht wird, genau. Und durch dieses Entmenschlichen wird dann einfach auch Gewalt möglich. Das hat man ja auch im, das machen eigentlich ganz gerne immer genau solche Kriegstreiber und sonst irgendwo. Zuerst mal wird die Gegenseite entmenschlicht, das sind alles bla bla bla, dies und jenes, und das sind gar keine Menschen, Untermenschen, was hieß es mal früher, oder das sind gar Tiere, und ja, was kann man mit Tieren machen? Natürlich, die kann man einfach mal so töten, gell? Weil da braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber an Menschen, da ist immer noch eine Tötungshemmung da oder eine Gewalthemmung oder so etwas. Und das, finde ich, ist gefährlich. Deswegen denke ich, ist auch so eine Veranstaltung, wo sozusagen ganz dezidiert gegen Akzeptanz ist, gegen Toleranz ist eine gefährliche Veranstaltung, weil die ruft letztendlich zur Gewalt auf, zu Unfrieden in der Gesellschaft und zu Unfrieden, genau, zu einer intoleranten, gewaltbereiten Gesellschaft, die Minderheiten verfolgt, die Minderheiten ausgrenzt und die Minderheiten einfach auch bereit ist, eventuell zu töten. Genau. Und ja, wo das hinführt, brauche ich nicht groß erzählen. Ich möchte das Namen nicht nennen, aber genau, das ist einfach die letzte Konsequenz, was dabei entstehen kann. Ja, okay, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Sonntag, oder also heute ist Sonntag, wo ich das aufnehme, und was weiß ich, morgen Abend oder sonst irgendwie. Also, bis demnächst, eure Michaela. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Danke!